Hallo, schönen guten Abend. Ich habe hier eine Sternenhimmellampe, eine richtige Traumlampe. Ich habe die schon in XXL, in knapp 1 Meter Durchmesser und jetzt habe ich sie eine Nummer kleiner für einen kleineren Raum. Ich finde die so schön. Ich liebe diese Lampe. Also, wenn ich was empfehlen kann, dann ist das immer wieder diese Sternenhimmellampe. Ich finde die total schön. Das ist die Rückseite. Da kann ich jetzt nicht so viel zu erklären. Hier ist das Befestigungsmaterial dafür. Wie das gemacht wird, ja, da muss man wahrscheinlich diesen Deckel abschrauben. Da sind jetzt die Männer gefragt. Das ist nicht mein Metier. Aber ich liebe diese Lampe. Lauter kleine Löcher drin, durch die das LED-Licht hindurch scheint. Und das gibt einen, weil die auch, wenn man genau hinguckt, sind die verschieden groß. Das gibt so ein Funkeln und Flimmern, als wären das Sterne. Das sieht wirklich original aus, als würden da Sterne funkeln. Dazu gibt es noch ein Fach, was man an die Wand irgendwo machen kann, befestigen kann für die Fernbedienung zur Aufbewahrung. Da könnte man eventuell vielleicht auch hier die Fernbedienung rein und hier vorne Schlüssel anhängen oder was weiß ich. Irgendwas kann man schon damit machen oder man lässt es sein. Ich finde sie jedenfalls richtig toll und empfehle die auch ganz gerne weiter. Die ist sehr, sehr schön. Macht auch ein schönes helles Licht. Ich glaube, die hat so um die 6000K. Ich gucke da ganz schnell nochmal drauf. Ja, wie ich vermutet habe, 3000 bis 5600K. Warmweißes Licht, kaltweiß hat sie auch. Hier seht ihr das ja auch auf der Fernbedienung. Man kann sie dann 20, 50 und 100% wahrscheinlich durch wiederholtes Drücken einschalten. Oder das sind die Tasten dazu. Kaltweiß, warmweiß und neutralweiß, also dieses Taglicht. Hier kann man dann noch dimmen. Farbe. Ach so, das ist die Color. Ich denke mal nicht, dass das RGB-Farben sind. Davon steht nämlich auch nichts in der Beschreibung. Hier geht es wahrscheinlich um diese Farben, die man da dann hoch und runter stellen kann, wo man dann auch weiter drücken kann. Warum auch immer das extra ist, ich verstehe es nicht. Ich hatte das schon mal auf einer Fernbedienung, aber gut. Hier ist ein roter Knopf. 60S, das bedeutet wahrscheinlich, dass sie nach 60 Sekunden automatisch ausgeht, wenn man die dann damit schalten möchte, wenn man die mit der Fernbedienung bedient. Das ist natürlich toll. Wenn, oh, sogar die Batterien im Lieferumfang enthalten. Das ist super. Dann kann man nämlich damit gleich loslegen. Also ich empfehle die von Herzen gerne weiter. Die ist mit meiner Erfahrung, mit meinem Wissen, ist die auch gar nicht teuer. 28 Euro, also 27,99. Ich runde immer. Ich denke mal, das ist okay. Also 28 Euro, ich weiß, dass unsere ganz große, die hat deutlich über 100 Euro gekostet. Und da hat man hiermit wirklich ein totales Schnäppchen. Okay, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend und macht euch Licht. Tschüss!